So. Auf geht's. So, ich starte jetzt die Aufnahme und dann zeige ich das gleich nochmal rein. Mortal Wombats gegen Reckless Ones. Da habe ich das auch einfach mit dem Sortieren später. Das erste Game von Best of Three. Azubi. Aber es sind nur noch ein, zwei Monate und dann bin ich fertig. Der Dutch Emperor, ja, der spielt Riven nicht schlecht. Nicht schlecht. Same hier, nice. Warum die Ausbildung? Weil Arbeit mit alten Menschen macht eigentlich recht viel Spaß, erst recht, wenn sie dement sind. Das macht mir sehr viel Spaß, ja. Jo. Das war's. Und ich brauchte Geld zu dem Zeitpunkt, um was zu tun. Moin, Luke 424. Ich glaube, es macht euch nichts aus, ein bisschen weniger reden, ne? Weil meine Kopfschmerzen immer stärker werden. Da Fug, ey. Mann, deine Kopfschmerzen, Alter. Das Was? ist Klör, Alter. Pussy hier. Ey, Junge, was hältst du eigentlich Also, davon? Elise, Shen und Riven. Amu Kha'Zix, Malphite. AR2R, guten Tag. Höchstzahl heute war 456. So ungefähr. Oder warte mal. Forever mit. Ja, 456. Okay, der Shit, ey. Richtig geil. Also das war schon nicht schlecht. Und wenn alle denen erzählen, dass morgen noch ein Turnier ist und alle erzählen, dass Sonntag das Finale ist, dann könnten wir bestimmt auch noch morgen noch mehr schaffen. Bei einem Team, das die heißen Dorans Boys, morgen haben wahrscheinlich wieder ihre ganze Fangemeinde mit. Da sind wir selbst, als eigentlich Standard 100 waren, sind wir auf 172 gekommen. Nur durch dieses Team und deren Fanboys. Und durch diese Leute und dann einfach euch alle könnten wir da wahrscheinlich auf eine ganz schöne Menge kommen, ey. Das wäre auch schon mal OP, ne? Genau, Dorans. Morgen ist ja auch Samstag, ist dann wahrscheinlich auch verständlicher, dass dann da mehr kommen. Und da hat der Skillax Dillax, der hat wieder seine Leona. Nicht schlecht, Oh nicht schlecht. yeah. Also ich bin morgen auch da, falls ihr es wissen wollt. Also, ne? Ich bin Ach, du bist vorhanden. morgen da. Ja. Ich dachte mir, ich komme mal so vorbei zu meinem Turnier, was ich so gemacht habe, ne? Schau's vorbei, ne? The fuck. So, oh Nock, richtig geil, Nock. Oh yeah, ich stehe auf Nock. Nock ist richtig strong. Und dann noch seine Ulti. Oh yeah. Nock, Leona. Und da sehen wir die Kayle. Olaf, Ezreal, Kayle. Das ist jetzt das erste Game von Best of Three. Das ist das Finale von heute. Jo. Jungelt man vernünftig mit Olaf. Also ich gehe auf Movement Speed, Attack Speed, Rüstung, Magieresi, skill den Q zuerst und dann wirfst du einfach die Axt so auf kürzester Range und dann sammelt er die Axt immer instant wieder auf und dann spammst du einfach die Axt durch. Als nächstes, wenn du dann weiter jungeln willst, den W und ja, dann jungelst du eigentlich easy durch. Dein Attack Speed steigt ja auch, umso weniger Leben du hast. Und wenn du Tryhard machst, maxst du den E. Wenn du cool sein willst und für die Teammates oder geile Ganks machen willst, dann maxe einfach den Q. Aber da ich meistens, wenn ich Olaf spiele, immer schön den E maxe, weil ich einfach just for fun spiele, macht das eigentlich sehr viel Spaß, Alter. Du hast im Early hast du dann so viel True Damage, ey, dann gibt's auf den Sack.
Ich kenne den Nock mit der alten Ulti. Also ich spiele League of Legends jetzt seit 3 Jahren oder so. Seit ich die Ausbildung angefangen habe, intensiv. Also, dann haben wir Wukong. Dutch Emperor mit Wukong. Keine Irelia, kein Lee. Wukong. Mit Caitlyn als AD Carry. Der Vladimir von eben spielt jetzt Syrah. Syrah und Syndra, da verwechsel ich manchmal die Namen, aber es ist Syrah, ne? Ja, Syrah. Ja, heute waren 444 war aber, glaube ich, 460 oder so. 456, Höchstzahl. 456. Starplayer, guten Tag erstmal. Starplayer 1. Yep, X-Split. Ja, aber wenn du weißt, wie du mit Olaf ganken kannst und sowas, und wenn du das richtige Gegnerteam hast natürlich auch, finde ich, ist Olaf auch schon ein richtig starker Jungler. Und das Wave-Clearing zum Pushen ist natürlich auch richtig stark, wenn du den Q maxst, machst du zweimal Q durch und dann ist Ende im Gelände. Kyber haust du rein. So, Last Pick Cho'Gath. Musst du erstellen. Ist eine Grafik. Wie gesagt, Starplayer. 406 und... Ich schreib's mal hin. Ich schreib's. So. Ne? Oh, das ging schon ab. Da habe ich gerade ein Knock-Game gespielt, so zwischendurch als Lückenfüller. Wir brauchten ein bisschen Zeit. Joke ist richtig OP, ey. Ich hab mit dem, weißt du, ich hab... Drei Leute haben auf mich drauf geklopft und ich sag einfach, fick dich, bums, zwei und der letzte muss wegrennen. Das ist so OP mit dem Typen. Wenn du Mana hast, wenn du kein Mana hast, dann ist manchmal schwierig, aber so, wenn er mal richtig tankt ist, da gehst du durch wie Buddha. Ach. Er trampelt einfach nieder. Tim, 990.230, guten Tag. Also mit Sugar nehme ich auch gerne Movement Speed Rune mit. Da bist du, eigentlich ist er ziemlich schnell, ey. Ja. Zumindest im Jungle nehme ich Movement Speed Rune mit. Ja. Als Bash, wir haben das ja schon gelesen. Bin dann mal weg, wenn 500 Like noch nicht den Clear-Ordner zeigen, please. Doch, ich werde ihn zeigen, aber dann werde ich nochmal einen Post raushauen für die, die ihn dann halt verpasst haben, weil es ist ja jetzt doch schon spät und Freitag sind wahrscheinlich auch viele am Feiern oder so. Mal gucken. Du musst weiter runter. Die letzten beiden Posts mit diesen Turnierbäumen sind mit den Teams, die halt drinne waren, offiziell, zu Ende. Und wenn du dann noch weiter runter scrollst, kommen noch zwei neue blaue Teambäume. Und darunter stehen die Teams gepostet. Ist nicht ein etwas, sondern nicht eine Person. Claire, was oder was ist das? Der Fug? Er ist Claire, der gerade geredet hat. Doch, ich merke das langsam, dass meine Stimme verschwindet. Ich kann schon manchmal nicht mehr pfeifen. Ich versuche zu pfeifen, ich kann nicht mehr pfeifen, Alter. Das ist schon heftig. Von 12 Uhr mittags an... durchgehend geredet. Geredet und geredet. Ich sag's dir, schwierig. Ach, ich würde das mehr ist reden. Das erste Game von Best of Three. Ja, wie man aber auch gemerkt hat, wenn Affe halt nicht da ist, dann leg ich halt so richtig los wie er. Wenn er halt da ist, lasse ich ihn meistens sprechen. Weil er sowieso ununterbrochen redet. Und ich war schon beim letzten Turnier war er zu abhakt, dass wir immer gleichzeitig geredet haben.
Das kommt scheiße rüber. Mir gefällt das aber auch. Mir macht das echt viel Spaß. Ich bin, wenn da jetzt irgendein professioneller Kommentator vorm PC sitzt, dann weiß ich, du wirst sagen, ich bin wahrscheinlich nicht der Beste. Aber es macht mir verdammt viel Spaß. Es rockt. Macht mir Fun. Das ist ja unglaublich. 5 zu 4. Krass. Dann noch so. Schalker. Oh je, ich sag gleich wieder schön Weitscreen so. Nicht gut. Doch nicht. Blackscreen. Das ist mein Turnier, ja. Das soll jetzt nicht so, sondern so, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da rein durfte, sondern es ist mein Turnier und die Leute spielen und das ist klar, dass ich dazu bin, ne? Dazu bin, Alter. Wir haben das über meine Facebook-Seite organisiert und innerhalb von 24 Stunden hatten wir 16 Teams zusammen. Bam. Heute 8, morgen 8, Sonntag Finale. Das ging schon echt schnell. Exidium Gaming und Super Dutch. Guten Tag. Im Prinzip sind wir eigentlich immer da, wenn man Lust drauf hat. Also es gibt jetzt kein spezielles jeden Monat ein Turnier, sondern eigentlich immer so, wenn man mal wieder Bock hat, so eins zu organisieren. Ne? It's me, PCG Super. Kenne ich nicht. Er war doch gerade eben dabei. Team. Ach, hier ist er doch. Da ist er. Da unten. Die Berkut B. Guten Tag. PCG war geil nicht. Ach nee. How are you doing? Very well. So much viewer here. Woo! Der ist gerade dabei. Habe ich denn auch gesehen? Exidium Gaming. Gibt's öfter. Das ist unser drittes Turnier. Aber ich werde sowas immer über meine Facebook-Seite machen. Und es gibt keine festen Daten, so dass man sagt, jedes erste Wochenende im Monat ist jetzt ein Turnier. Das gibt's nicht. Das wird frei außer Eier geschaukelt. Wenn ich da Bock zu hab, dann starten wir Posts und dann instant von ein paar Stunden haben wir sonst wie viele Teams zusammen. Das nächste Mal werde ich dann aber auch mit einer Qualifizierung machen. Heißt, da wird's dann Games geben, in denen du dich qualifizieren musst, um in diesem Turnier mitzumachen. Das wird wahrscheinlich auch nice. Werde ich auch alles streamen, alles aufnehmen. Aber mal gucken. Das war natürlich nur Teil meines Planes. Lol. Fehlfunktion. Das habe ich noch nicht gehört. Behaltet einfach die Facebook-Seite im Blick und dann seid ihr dabei das nächste Mal, wenn ihr schnell genug seid. Bei uns ist das so, dass wer zuerst kommt, der malt zuerst. Es geht hier nicht um Elo, es geht nur darum, dass du Level 30 bist. Aber ansonsten geht es um nichts. Jo, Jace. Das ist das Finale. Schlaf gut. Das ist das Finale, Best of Free für heute. Aber Jace Sau. So, jetzt will ich aber erstmal hier. Carry. Sub. Ist das Sünder Sub? Ja. Oh, der Wladimir von eben spielt Olaf. Das ist top und das ist top, ne? Ja, gut. Ich bin verwirrt. Ist das Chogart mit oder was? Ja, das ist Chogart mit. Wukong top. Jax Jungle. Gut. Passt. Gail mit. Haben wir vorhin schon eine gesehen? Extrem stark. Also extrem stark. Die war sehr gut gespielt. 50 Euro ist der Gewinn. Bad Vierer 007. Guten Tag erstmal. Ne? Also erst wurde gesagt, gar kein Preis. Und die Leute haben Bock auf Turniere. Denen fehlt nur derjenige, der sagt, komm, es gibt jetzt eins. Die haben gesagt, wir machen das so mit, das macht Bock. Aber es gibt Leute, die haben gespendet für einen Preis. Und dann sind wir schon auf 45 Euro gekommen. Und deswegen wird es wahrscheinlich für jeden eine 10er PSC geben. Der Gewinner ist auch was, oder nicht? Just for fun. 10 Euro. Das ist nicht schlecht. Also der Shogun kriegt schon mal ordentlich ins Gesicht. Der hat keinen Mana mehr und ist auf 50% AP. Und der Olaf kriegt auch. Also das sind jetzt anscheinend, also der Wladimir 2, das, also dieser MME6, 2,2k Elo und der Dutch Emperor, ich weiß nicht, was war das sein letztes Elo?
Keine Ahnung, aber das sind zwei sehr, sehr starke Top-Laner. Die Kayle hat sich gerade noch einen Ignite geschluckt, aber und Healpots reingeworfen. Und dadurch hat sie das Ignite überlebt. 1,8k. Na gut. Aber Dutch ist wirklich ein sehr, sehr, sehr starker Top-Laner. Da kommt das Ignite von Olaf. Er ist True Damage ins Gesicht und er hat vorgetäuscht. Er hat vorgetäuscht. Jax hat geflasht. Jax wird jetzt den E und den Schwung starten. Erstes Blut Olaf ins Gesicht mit dem True Damage gekillt. Sowas finde ich natürlich immer mega geil. Aber es ist trotzdem nice, dass die schon hat funktioniert. Das war ja nice. Die sind erst ins Gebüsch gelaufen. Aber naja, ne? Geil ist es, wenn Olaf mit True Damage killt oder Darius mit der Ulti. Das gefällt mir irgendwie. Oder Cho'Gath's fressen. Diese Kills finde ich mega geil. Ich weiß nicht warum. Stehe ich drauf. So ein Blitz auf dem Kopf, so Axt auf dem Kopf oder du wirst gefressen. Das hat was. Auf jeden Fall sind beide Teams sehr stark. Und das wird sehr interessant, welches Team jetzt morgen gewinnt, welches dann gegen dieses Team antreten wird am Sonntag. Das wird auch. Das werden sehr spannende Spiele werden. Da kommt das Ignite von der Kayle raus. Das war ein bisschen zu früh, meiner Meinung nach. Der W von Jax wurde abgefangen durch das Bellschild von Nock. Jetzt der Jump finisht den Nock. Das hätte der Nock definitiv vorher wissen müssen, dass er die Kayle da nicht kriegt, da der 4 auch schon nicht durchgegangen ist. Meiner Meinung nach. Ich glaube schon, ja. Also eben wurde noch gesagt 9. Aber ich bin da nicht so auf dem neuesten Stand, weil ich ja jetzt eher auch, also jetzt auf das Game achte und nicht nicht Facebook gucken kann. Aber Leute, ich bitte euch, macht es nur, wenn ihr mir zugucken wollt und sagt, dem kann man sich antun. Und nicht, weil ihr Klör sehen wollt und danach alle Dislike, weil das ist ja demotivierend und auch nicht Sinn und Zweck. Manche haben auch schon gesagt, die machen sich andere Accounts und liken dann einfach und so, ne? Also das ist natürlich, ja, unnütz, ne? Ja, wenn man beides will, dann wenn man den Klör sehen will und hier öfters mal reingucken will, das ist OP. Diese Leute suchen wir. Da kam das Exhaust auf der Caitlyn, das hat sie gecleanst, ist dann weggeflasht. Tja. Ansonsten, dann hat die Leona es eben, glaube ich, auch nochmal rausgeflasht nach ihrem CC. Na gut, bis jetzt sieht man natürlich nur das Turnier. Aber man hat zwischendurch der Wukong unsichtbar, kriegt jetzt noch eine Axt wieder ins Gesicht. Denn man hat ja vorhin ein Zwischengame gesehen und wenn man das gesehen hat, konnte man sich schon einigermaßen ein Bild machen, wie der Stream eigentlich abläuft. Oh, 2+. Nein. Die Leute wollen jetzt das Game sehen, denke ich. Hoffe ich. Nee, damn, damn, damn. Da der E von der Kayle. Ich nehme das nicht persönlich. Die Leute gucken jetzt das Game. Achten eventuell auch gar nicht auf den Chat. Guten Tag, Bong Bong. Dankeschön. Tja, Dutch Emperor. Wie sieht's aus? Wukong 36 CS, Olaf 33. Dutch Emperor farmt immer noch besser. Oh, wenn das geklappt hätte, dann wäre die Syrer wahrscheinlich tot gewesen. GZ Küber, GZ. Toll, so funky. Danke für die Info. So, Klö, jetzt übernimm mal du eben, weil ich muss eben mal ein bisschen was, ein bisschen mal Sabbelpause machen hier. Ernsthaft? Ja,
Ernsthaft? Wozu bist du denn hier? Anfrage, da gibt es so mithört und einfach mal einen Senf dazugeben. Ich hab fast Steifen gesagt, ich hab doch noch einen Fluffhack im Auge gehabt, ey. Meinen Steifen dazugeben, ey. Meinen Senf dazugeben, wollte ich einfach sagen, ne? Weißt du Bescheid. Oh, und das ist auch der Muskelspieler. Syndra. Ne, Syra. Syra war richtig. Was ist da los? Sagt der Schneemann, so ein BB. Rockten, guten Tag. Ja, ist momentan recht ausgeglichen, auch wenn die ein Kill mehr haben. Das, der Goldvorteil ist noch nicht so enorm, dass man sagen kann, dass ihn einer gewonnen hat. Und aber so eine Nebeninfo, das ist ja nur eins der Games. Wenn jetzt ein Team gewinnt, wird noch ein Game gemacht. Und wenn das andere Team gewinnt, wird ein drittes Game gemacht. Oh mein Gott, wie nice war das denn schon wieder? Klör, Alter, darauf musst du eingehen. Da, Fug. Mann, diese Leona hat die gerade Tor gedived. Geät, gekut, Ulti ins Gesicht und dann hat die Caitlyn sie einfach gebumst. Das war doch voll nice. Diese Aktion, Alter. OP, that shit. Okay, so. Und dann wird vielleicht noch und ich wollte noch sagen, guten Tag, Roteng, und danke dafür. So, Klö, jetzt bist du wieder da. So, und wenn beide Teams einfach gewonnen haben, wir drittes Game gemacht und der erst gewonnen hat, dann natürlich gewonnen. Und das war natürlich auch mal wieder nice von Kayle. Bam, und die flasht weg, weil sie dachte, sie wird gegankt. Aber war einfach nur eine Schreck-Ulti. Flash Waste, das ist mein, ich glaube, deswegen wollte der auch die Ulti zünden. Gut, dacht die Hose. Nicht schlecht. Die Alte hat Eier. So. Ja, ich würde sagen, Dutch Emperor kriegt ganz schön auf die Nase von Olaf. Aber man muss ja auch sagen, dass der Dutch Emperor natürlich nicht der Best Player EU ist, sondern dass der Olaf natürlich, wie man sieht, auch einiges drauf hat. Wagenfelder. Nee, Claire, du liegst da falsch. Wo liege ich falsch? Echt? Ja, ich habe nur auf die Minimap geguckt und habe gesehen, der war stand beim Blue Buff. Vollkommen out of range. Out of range, verdammt, Junge. Er ist Level 6 und wenn man von da aus versucht, dann denke ich, es ist ja so ein Shrek-Ulti. Ne? Ja, 2,2 KLU, das ist so eine Stufe, die schafft nicht jeder. Ja, und da tritt er erstmal schön, doppelt er in die Falle. 1 gegen 1, Take Shot gegen MME6, na ME, keine Ahnung. Olaf macht ihn, oh, da kommt Wukong! Ah, kommt nicht an, er flasht. Okay, das ist natürlich, nö, das war nice, das war nice. Und nein, aber ich raste nicht so aus, weil ich bin krank. Seh es doch, so. Er ist wirklich noch im Sack. Macht seine Ulti und trifft Caitlyn. Was natürlich jetzt nicht so viel gerissen hat, ne? Ich hab den kleinen Eier von uns beiden. Ja, ja. Jetzt chillt die Caitlyn ihren Arschstab. Ja, ich drück natürlich auch wieder. Niedersachsen, Wagenfeld, komm ich weg. Also der Affenklappe. Momentan redet Klör, ich lass ihn gerade mal reden. Obwohl er mal, ne, mehr ausrasten könnte hier, ne? Boah, was erwartest du, wie oft ich denn noch sagen? Ich bin todkrank. Nein, Spaß, aber ich bin krank. So. Lass mich doch mal ein bisschen ruhiger sprechen. Gönn mir mal ein bisschen was. So. Ne, Steve, hörst du das? So. Was hat er denn wieder mit Pfeife angehört, ne? Oh yeah. Flöte auf meiner Nase spielen. Da gank der Nocturne, hat keine Ulti ready. Immer noch auf CD von vorhin. Und Zuma, der haut da richtig einen drauf. Mit seinem Kuss drückt er auch so viel Damage. Wie die Koreaner, ne, hab ich nicht. Die rasten richtig aus dem Sinn, so am Dauerlamm. So. Und da ist die Ulti Syra raus. Mein Gott, der ist so schwer. Syra. Okay, ich krieg wieder aufs Fressbrett. Aber sie hat eh noch ihre Ulti. Im Notfall wird da eh nichts passieren. Oh, Nocturne kriegt aus, Fressbrett und stirbt. Nice. Kriegst ein Schulterklopferchen von mir. Oh, da dreht die Leona um mit ihren dicken Eiern und sagt einfach, ich bin der Boss und kill sie einfach. Und jetzt zeigt die Kamera nicht, was auf der Botlane geht. Da fuck. Ich kann nur sagen, Double Kill. Ich hab das ja nicht gesehen, so, ne? Ach, die Kamera, ey. Manchmal denke ich einfach so ein Typ, der backportet, ist interessanter als so ein Teamfight. So. Gab es jeden Tag Turniere? Nö. Das ist jetzt das erste Turnier, was wir machen wieder in diesem Jahr. Das ist jetzt das dritte insgesamt, das erste dieses Jahr. Das nächste kommt in darauffolgenden Monat Februar, denke ich mir mal so. Ne?
Das war kein Lacher, das war Mitleid. Warte, wollen wir mal den Unterschied angucken von Wukong und Olaf. Olaf hat 3600 Gold gefarmt und Wukong 3500. Trotz dass der Wukong so auf die Nase gekommen hat, ne, war der immer noch Lohn, der war immer noch gut dabei. Schafft halt jeder, der auf die Nase kommt. Ich glaube, es war sogar so, dass Reckless Ones bisher noch nicht einen Tower in diesem Turnier verloren hat. Vielleicht wird sogar diesmal von Top Tower Frauen glauben müssen, so wie der Olaf pusht. Nocturne kommt zum Deffen. So, mal kurz ein... So. Mal im Chat gelesen, ne? Mal auch mal ab und zu. Dutch ist da, sagt er. Es ist so... Von der Elo her hat der Olaf natürlich mehr, aber Elo sagt ja nicht alles. Ne? Der Dutch, der hat schon so einige Schniffel und Tricks, ne? Der haut da schon mal ordentlich rein. Wukong kommt wieder auf die Top-Lane. Aber, ja. Schneewachs, der Fuck. Caps unlock, please. Jo, das spammt so ein bisschen. So, wie sieht das mit dem Farm aus? Es will outfarm die Kate, merke ich gerade mal. Und das hart. Naja, heute werdet ihr mich nicht sehen. Oh, die Kate mit ihrem Kuh. Oh, dann gibt sie den Wukong da. Fuck. Der Dutch Imperial wird sich ja richtig verarscht fühlen. Und dann kommt der Nocti mit seiner Ulti und nicht auf die Nase. Oh mein Gott. Nock hat gar keine Nase. Ja gut, kriegt auch seinen Nebel. So. The fuck. Was ist das denn für ein Game hier? Reckless Ones. Das ist nach 15 Minuten 7k Goldvorteil. Okay, 6k lang. Oder warte mal. Ja, 6k. Bisschen Gehirnanstrengung rechnen. 6k Goldvorteil nach 15 Minuten für die Mortal Wombats. Das sind doch Mortal Wombats, das lasse ich jetzt nicht versprochen haben. Gut. Puh. So, Mortal Wombats. Boah, oh, die Kay muss auch mal laufen. Das ist natürlich, ne? Aber die Kay spielt genauso gut wie im letzten... Boah, im letzten Game. Das muss man mal dazu sagen. Der hat nämlich letztes Game auch wirklich gerockt. Boah, ich kann mir genau vorstellen, dafür, der einfach sitzt und mich labern hört, sich einfach darüber abfreut, wie ich faile. So. Was steht denn da im Chat? So ein bisschen. Ein bisschen, ey. Ja, ja. Ich lese im Chat mit. Ja, wenn der andere Leute kann, der andere lesen, das ist natürlich chillig. Ich bin ein kleiner Gamer, jo. Aber klein bin ich nicht. Ein Doppelsende, Leute, you know what I mean. Da kommt der Olaf, macht los. Nee, jetzt war schon. Oh, die Syr-Ulti, naja. War eher so safe, würde ich mal sagen. Falls sie. Oh, der Dodge von Leona war nicht schlecht. Okay. Und da kommt der Stun. Oh, der Flash von Leona. Mit dem Flash habe ich jetzt nicht gerechnet, weil. Who cares about the Flash? I am Leona. Da Fug. Da Fug, sagt er. Huah, laufen alle schön im Wort. So wie es sich gehört. Guten Tag, Sugar. Wer hat den Dragon gemacht? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Egal, hat einen Dragon gemacht. Okay, Dragon für eine unbedingte Person. Warte, ich guck einfach mal im Chat, da steht er doch. Das ist das Turnier, ja. Und für Badvira 007. Das ist halt so, dass wir Just for Fun Turniere machen und dass das nicht jeden Tag ist. Vielleicht einmal im Monat so ein Turnier, sonst andere Aktionen. Ich will jetzt nächste Woche einen 48-Stunden-Stream versuchen zum Beispiel. Den sage ich aber nochmal auf meiner Facebook-Seite an. Ja, das ist halt ein Turnier. Das stimmt, organisieren ist auch nicht bei Jüste hochgeschlagen. Das war natürlich jetzt buggy. Da kommt die Leona direkt auf Olaf drauf. Oh, Olaf zu jetzt Ulti. Und kommt nicht weg und trotzdem und er stirbt. Das war natürlich jetzt fehlig. Jax geht rein, zeigt dicke Eier, aber so wie wir da maximal noch den Nocturne töten können. Wenn oh, nice. Kommt nicht mal ran. Oh. Diese Games hier. Joghurt liegt direkt auf die Nase. Jetzt True Damage, Olaf. Zeig uns deinen True Damage. Ja. Ach, nur die Axt, naja, guck. So, wie man so behaupten, ne? Die Leona hat übelst den Geier. Kann das, sag ich euch. Ist Support und sagt, oh, komm, leg dich mit mir an, krieg gleich auf die Nase. Oh, und Esfiel, ne? Das wird er, ne, das wird er überleben. Ach, ob die Zyra wieder im stiegen Moment. Schreib bitte deine Facebook-Seite für dein Part. Los, mein Sklave. Ich kann dir nicht schreiben, sonst wird die Taskleiste im Game angezeigt und so, und das ist kacke. Dann mach ich das. Oh yeah, der Cage von der Syrer.
Aber die Caitlyn ist mit ihrem Netz noch rausgekommen aus der Ulti. Ansonsten wäre sie, glaube ich, Futter gewesen. Der Jax mit 50% HP. Entkommt. Da können sie nichts machen. Nock hat Ulti. Also an Nock-Stelle hätte ich jetzt schon engaged, weil da Syrah hat Ulti out und Wukong war halt auch dran. Aber naja, gut. Warum leuchtet eigentlich jetzt so die Klinge von Wukong oder der Stab so silber? Der hat doch Eisquellen. Nee, hat er noch nicht. War schon von Anfang an so. Oh, der Stier! Boah, der Dutch Imperial kriegt dieses Game richtig auf die Nase. Aber ich muss auch sagen, von Olaf wurde auch leicht gecountert. Olaf hat aber auch auf sein E gesetzt, wenn ich mich nicht irre. Das ist natürlich auch nicht schlecht gegen den Tank. So schön E, da kannst du richtig downnehmen. Weil ich hier Slow E rennt wieder weg. Machst du so lange, bis er tot ist. Best of 3, ja. Dabei, Reckless One wird wahrscheinlich verlieren. Wird. Ich weiß nicht, die haben schon öfters mal so Games drehen. Die haben das wirklich gedreht. Und da ist die Kayle tot und da wird auch der Jax sterben. Rennt er noch so rein. Und die Leona wieder zeigt wieder, Digga, ja. Diese Leona. Meine Fresse, ey. Ja, ein Fight war nochmal. Die hat nix geil, die rennt nicht weg. Der Olaf hat sich jetzt ein Mann. Easy zwei Kills geholt, aber die Leona hat auch letztes Spiel schon sehr, sehr geiles Spiel geliefert. Dieses Spiel auch schon wieder, das letzte war auch richtig nice. Da kommt er, Wukong. Gibt Ignite, Ulti drauf. Naja, da hilft ja, da hilft. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, aber... Wukong kriegt mit seinem Q jetzt mehr Reichweite. Das hat, wenn das nicht gewesen wäre, dann... Puh, da der Wukong jetzt alt aus. Ja, der als nächstes halt ist erstmal ein Ward geplaced. Dragon ist wieder da. Mal schauen, wer den diesmal macht. Und dieser Bug, ne, bei Wukong. So, was halt... Brutalisierer geholt und sonst eigentlich nur Ninja Tabis und ein paar kleine Gegenstände. Wer eigentlich bis jetzt am meisten Gold gefangen? Kommt, guck mal nach. Ua. Am meisten Gold gefangen hat der Olaf mit 7,6k. Goldvorteil ist bei fast 10k, also 9k. Jo, das ist doch bemerkbar. 9k ist Marke, würde ich mal so behaupten, ne? Aber wie auch alle wegrennen, der muss nur seine Eier rausholen, dann laufen die weg. True Damage. Oh. True Damage FTB. Ah, Mist 2B, nicht petzen. Was eine Scheiße. Dann wissen wir ja schon, was passiert. So, Blue Buff, was ist da los, Nee, das ist Mr. Tobi's Meinung. Mr. Tobi hat, glaube ich, nichts mit den Teammates zu tun. Glaube ich. Naja, aber er petzt ja, was passiert. Nee, das Ding ist... Das ist... Egal. Also wenn jetzt nicht mehr allzu viel schief und die Reckless Ones sich nochmal irgendwie Plan B jetzt auspacken, Plan Z. Mit der Sieg wohl mal in die Hände der Motte. Oh. Boah, die Wukong-Ulti sitzt und ist sofort tot. Esri macht Double-Kill. Oder habe ich dann Triple-Kill? Nee, Kyogre macht auch einen Double-Kill. Oh. Den habe ich auch gar nicht gesehen, da war gerade Triple, ey. Puh. Dieses Game ist Kyogre's also, Game. Also ich lasse ihn jetzt mehr kommentieren. Ich sag's dir, ey. Bin ich froh, wenn das Game gleich vorbei ist, dann chill ich mich zurück. Oh yeah, und lege wieder Tare. So. Also wenn jetzt nicht so viel schief hat, wollte ich den Sieg in die Hände von Mortal Bombets. Heißt aber noch nicht, dass sie gewonnen haben. Danach noch ein Spiel, wenn Mortal Bombets das auch gewinnt, steht der Sieger über A fest. Und der spielt dann am Sonntag gegen den Sieger von Gruppe B, der die morgen spielt. Gruppe. Ist auch einige interessante Teams. Aber Dorans Boys, der Recke, der hat Grafikkarte schon, hat er mal gesagt. Und ich weiß nicht genau, ob er jetzt morgen da sein kann, mit einem anderen PC oder so, oder ob er gerade angekommen ist, auf jeden Fall. Wenn das klappt, dann ist man wohl auch morgen dabei. Die kommen ja auch mit ihrer Mannschaft da, ne? Die Dead-Animation von Kayle, ne? Weg ist sie. Was steht denn da jetzt, ey? Hier, Faye, Jace King saßen alle. Joa, das hat man gesehen. Wobei man jetzt trotzdem nicht sagen muss, dass es irgendwie schlecht war von Nocturne, aber es ist einfach den Umständen entsprechend, ne? Schein. Wenn Nocturne
nicht auf die Nase, wenn er gankt, dann kann er wohl nicht mehr so viel machen, als zusehen, wie sein Team stirbt. Ne? Warum habe ich eigentlich noch keine Wiege? Wie ist doch voll OP? Da, fuck. So richtig bam bam. Da ist der Red Buff für den SU. Shogun hat nicht viel HP. Wie viel hat er denn? Ich renne mal so frech, wie ich bin, auf ihn auf. 2k Leben hat der Cho'Gath. Hat 118 AP und Damage. Hat der an Gold, hat das wenig hat, das ist ja richtig. Er spielt eher auf AP, sehe ich gerade. AP-Gegenstände. Die Maske hier, Geist der Erscheinung, Merkurs. Und will sich wahrscheinlich jetzt auch... Oh, wie heißt das? Heldenzepter holen. Das ist natürlich, naja, und da hat er auch sein Heldenzepter, siehst du, auch angekündigt. So, der Tower ist tot in der Mitte, oh, kaputt. WB, Mr. Emulator. Inhibitor wird wahrscheinlich auch dran glauben. Ja, wird dran glauben. Kann man nicht sagen. Rotes Team kann noch gewinnen. Jo, klar, das kann immer noch. Ich sag nur, wenn jetzt nicht mehr allzu viel schief und jetzt die Mortal Wombats wirklich gewinnen, dann haben die Rektors sonst immer noch die Chance zu retten. Ich sag ja nicht, dass das jetzt gelaufen ist. Ich sag ja nur so Thesen, weißt du? Wird Vorteile auf 14k. 24 zu 13 für die Mortal Wombats. Doch, die kriegen auch übel auf die Nase. Aber Kane hat wieder sehr gut gespielt. Zwar diesmal mit dem 7-4 nicht so ganz gefiel wie im letzten Mal, aber hat auch wieder einen guten Job. Da kommt der Kronos, Wukong Ulti. Oh! Ja, dann hat er das gesessen, die Wukong Ulti. Syrah. Ja, der Olaf, der klopft sich da oben durch. Zeigt mal ein bisschen mehr von der Olaf da oben. Kronos lebt, kämpft gegen die diese Leon. Die hat auch keine Angst, ne? Die geht da drauf. Der Olaf, genauso. Jo, da hat er dann immer ein Dreifachtötung. 5-5 steht er. So schlecht steht er echt gar nicht. Boah. Ups, sagt der Olaf. Ups. Oh, da haben sie nochmal zurückgeschlagen, ne? Das sag ich dir. Ja, die Wukong hat noch sehr gut gesetzt. Ich glaube, das hat fast alle getroffen, bis auf eine. Aber der macht das auch sehr gut. Der war, die wirklich nah dran stehen. Geht damit eh rein, macht Ulti, nicht so wie so manche, die einfach reingehen, Ulti machen und hoffen, dass sie überhaupt einen treffen. Wukong habe ich übrigens früher immer auf den gespielt, das hat richtig rein. Da kommt die erste Ulti. Steht es. Ja. 13k Geldfort hat der Mortal Wombats. Libra schreibt, habt ihr erwischt oder Supra, keine Ahnung. Och, Supra hat gepetzt, ach. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt kacke. Supra, komm, lass uns doch die Spannung. Ey, ich wippe hier die ganze Zeit rum mit meinem Stuhl, ey. So. So. Ich sag jetzt mal nicht, was er geschrieben hat. Manche gucken da vielleicht nicht drauf, das ist gut. Also, das Game kann immer noch gedreht, Leute. Tropec, mach den Knock doch nicht schlecht. Wombats ist das Team von, wo Kronos ist. Ja, sicher, das ist klar. Wombats. Monster Wombat links und Reckless Mons rechts. Ja, guck mal, vielleicht, ja, ich mache jetzt Baron, der ist noch sicher auf deren Seite. Ja, die werden wohl nicht mehr großartig hinkriegen. Oder, ne. Jo, den haben sie. Und vielleicht wird die Aufstellung auch ein bisschen anders, dass wieder andere Champs gepickt werden. Ich denke mal, Leona wird selbst bleiben, weil die hat ja jetzt auch wieder einen guten Job gemacht. Aber ich denke mal, Dutch and Perry wird sich auch für den anderen Champion entscheiden. Oh, sein Ego ist so hart, dass er nochmal so spielen will. Oh, beide gekillt. Natürlich, Dutch and Pharaoh ist tot. Da lässt sich auch nicht mehr viel dran. Oh, Kate denn auch? Instant tot gebürstet von Kate. Kale. Verdammt, Jo, hey, ey. Jo. Diese Kale, die tritt angenehm Damage. Der hat auch Fluch des Lichts gekauft. Das heißt, der erste Stand nach EMQ macht er nochmal Damage hoch 1000. Leute, diese Kale. So was sieht man selten, ne? Das ist ein Web für mein Gamer-Herz. Jo, das würde ich mal sagen, ist das GG. Take a Redshot versucht er nochmal retten, jetzt drehen sie die ganze Sache natürlich noch. Ja, ne, Take a Redshot tot, Nocturne tot, Jax tot. Jo, Jax ist in den Laser gelaufen und er stirbt. Oh, die Kale läuft auch in den Laser, um Sugar zu töten. Komm, Leona, dicke Eier, komm. Wieder noch was passieren, oh ja, mit der Ulti, ne? Angegeben war ja der Wukong-Ulti, dass mit der Zeit der Radius immer größer wird, dieser Stab wird immer größer, das wird's aber nicht. Das sind manchmal so Sachen, ne, die mich schon früher geärgert. So, nice game! Mortal Wombats hat das erste Spiel von 3 gewonnen, von maximal 3, können auch 2 sein. So, nächste Game könnte die Gruppe A
entscheiden. GG, ja? Well played. Slinis Vater, keep cool,